Kürzlich wurde bekannt, dass eines der modernsten russischen Luftabwehrsysteme, Panzer-SM, ins Sondereinsatzgebiet in der Ukraine entsandt worden ist. Wir erörtern heute die Fähigkeiten des Boden-Luftraketensystems aus russischer Produktion. Eine Analyse der Kampfhandlungen in der Ukraine zeigt, dass der Hauptschaden für den Feind durch verschiedene Artilleriesysteme verursacht wird. Der weit verbreitete Einsatz von Drohnen zur Feuerkorrektur erhöht die Treffergenauigkeit, auch wenn keine spezielle Präzisionsmunition verwendet wird. Die russischen Truppen haben jetzt eine wichtige Aufgabe, ihre Luftabwehr zu verstärken. Das moderne Luftabwehrsystem Panzer soll in erster Linie vor den Mehrfach-Raketenwerfersystemen wie Grad und HIMARS schützen. Es ist kein Geheimnis, dass die ersten modernisierten Anlagen des mobilen Luftabwehrsystems für Ziele in geringer Entfernung und Höhen bereits an der Front sind. Das erste Exemplar dieser Modifikation wurde 2019 vorgestellt. Im Juni 2020 nahmen mehrere Kampffahrzeuge dieses Typs erstmals an einer Militärparade auf dem Roten Platz teil. Seitdem wurden die Arbeiten zur vollwertigen Verbesserung der Parameter fortgesetzt. Wenn die Panzers in der vordersten Linie sind, dann heißt es, diese Arbeiten sind inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die modernisierte Version unterscheidet sich durch seine größere Reichweite. Mit dem neuen Radar hat sich die Erfassungsreichweite aller wichtigen Ziele auf 75 Kilometer fast verdoppelt. Es ist auch möglich, Daten von Fremdradaren mit größerer Wirkungsdistanz und von anderen Standorten zu benutzen. Die Salvenfolge bis zur Erfassung neuer Ziele beträgt nur 1,5 Sekunden. Es ist also so gut wie ein Weltrekord. Hohe Feuerkraft und starke Mobilität sind starke Seiten des Systems. Die aufgerüstete Version des Boden-Luft-Lenkflugkörpers 57E-6E kann Ziele mit einer Reichweite von bis zu 40 Kilometern treffen. Sowohl die alten als auch die neuen Lenkflugkörper sind innerhalb einer Reichweite von 20 Kilometern immer einsetzbar. Die Wirkungsmöglichkeiten im Nahbereich haben sich verbessert. Für die Bekämpfung der Flugdrohnen oder der Hochpräzisionswaffen in einem Radius von einigen Kilometern werden kleinere 12YA-6-Raketen eingesetzt. 4 30mm Kanonen, 2 A38M gelten als beste in ihrer Klasse. Sie sind in vorderster Verteidigungslinie zu verwenden. Ihre Feuerrate beträgt etwa 5000 Schuss pro Minute. Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass dieses System in der Lage ist, das Blatt in der andauernden Konfrontation zu wenden. Es ist nur einer der Schritte, die notwendig sind, um mögliche Schwachstellen der Panzer-SM zu ermitteln, bevor sie von der russischen Armee voll und ganz übernommen wird. Die Wirksamkeit der neuen Waffe wird nicht nur in Russland, sondern in der ganzen Welt aufmerksam beobachtet und kritisch beurteilt. Die Gegenseite wird es tun, um ihre Flugkörper und Drohnen künftig zu verbessern. Potenzielle Käufer werden womöglich entscheiden, ob sie das System für ihren eigenen Bedarf haben wollen.